eventuell machen wollte und... könnte ich mir noch ein Ziel setzen? Außer natürlich, dass ich jetzt hier Shane noch das Ding gebe. So, Cave Carrot. Machen wir das so. Gehen wir noch zum Commercial Center. Dann sollte das... Ich würde ganz gerne demnächst nochmal gucken, was wir für einen Stall brauchen. Ich weiß, dass wir Hardwood brauchen. Ich weiß aber leider nicht, wie viel. Ich glaube 100. 100 war das, ne? 150 brauchten wir im Übrigen auch für das Haus. Aber das Haus ist sowieso noch ein bisschen in weiter Ferne, weil 150.000 habe ich noch nicht. Das ist zu teuer. So viel Geld bin ich leider noch nicht am Verdienen. Noch nicht. Aber das kommt noch. Wir werden ja stetig unsere Produktion steigern. Das habe ich mir fest vorgenommen. Und das wird auch so sein. Allerdings noch nicht jetzt. Das wird leider schleppend passieren müssen. Aber gut, Ding will Weile haben. Exotisch. Cave Carrot. Maple Syrup. Moschel. Ich will dich gar nicht opfern. Aber es ist für einen guten Zweck. So, was haben wir hier? Konstruktionsbündel. Das könnte ich vielleicht demnächst auch nochmal machen. So. Dann hätten wir das schon mal fertig. Das exotische Bündel. Cooking. The Taste of a Season. Autumn's Bounty. Vielleicht könnten wir ihm das auch geben. Ist zwar nicht selbst gekocht, aber... Das sollte ja eigentlich schon einen guten Eindruck machen, oder etwa nicht? Ich würde mal gerne mich fragen, wann man Katzenfische fangen kann. Boah, die Fische können sich kaum noch wehren. Ja, ich glaube mal, das Angeln läuft gerade echt gut. Wäre natürlich schön, wenn jetzt öfters mal so eine Kiste auftaucht. Scheiße, komm schnell! Da ist Shane! Ah, ich kann ihn aufhalten. Ich mache hier einfach einen Blocker. So, du entkommst mir nicht, kleiner Fisch. Mit der Iridium-Angel wirst du mir nicht mehr entkommen. Wird zwar kein Perfekt mehr, aber... So, Tiger Trout. Hier, Mayonnaise für dich. Das ist toll, danke. Ich bin toll, du bist toll, wir sind toll. Schalalala. Schuppdiduppdidu. Jetzt wollte ich ihm doch... Ja, jetzt wollte ich ihm das geben und dann sowas. Have an extra Quartz. Wozu braucht Pam bitte Quartz? Das musst du mir mal sagen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich würde ja so sagen, wir fahren noch ein bisschen Holz. Hier vielleicht die Dinger. Acorn. Machen wir hier mal ein paar Bäume platt. Für den Fortschritt. Eine Pflaume. Und weg mit dir. So, passt doch perfekt. Da haben wir auch noch ein bisschen was abgeholzt. Dann gucke ich mal, dass ich jetzt spare, vielleicht noch zwei Heater besorge für meine Tiere im Stall, dass sie da nicht erfrieren. Machen wir mal noch so eine Truhe. Dann packe ich die Sachen da hinten rein. In den Stall an sich. Dann habe ich nämlich hier überhaupt nichts mehr an Werkzeugen, die ich für Milch oder halt Wolle, je nachdem, ja, brauche. Trying to sleep. Kein Problem. Ihr könnt gerne schlafen.
Ich werde euch nicht aufhalten, meine Lieben. So. In einem schönen lila Ton. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben, warum. Ich verrate nichts. So, haben wir auf jeden Fall wieder was zu essen drin. Foraging plus 2. Das sollte es ja eigentlich ganz gut bringen, ne? Jetzt haben wir quasi Bäume geerntet und dafür geerntet. Das sagt man ja auch nicht. Ist ja auch egal. So. Den Rest würde ich jetzt knallhart sagen, verkaufen wir. Das meiste ist ja jetzt schon vorbei. Tiger Trout. Weg. Behalten wir lieber doch. Da bin ich unschlüssig. So. Perfekto. Jetzt schlafen wir erstmal ein bisschen. Ja, wir könnten uns jetzt noch ein paar Kühe kaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, wir kaufen uns erstmal 2 Heater. Gleich. Dann gehen wir nochmal zu Mani. Dann sind wir nämlich schon für den Winter gerüstet. Und dann habe ich wirklich alles, was wir brauchen. Yogi liebt dich. Ach, Yogi. Ich liebe dich auch, mein Kleiner. Wer würde mich nicht lieben? Aha. So. Ach. Perfekt. Nein. Cranberries. Lecker Cranberries. Ich muss unbedingt gucken, dass wir... Ich glaube, ich muss hier ein extra Feld mit Jams machen. Weil ich habe keine Jams. Ich würde das ganz gerne fertig machen. Zack, 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 zack. So. Gibt es hier sonst noch... Hier. Das sieht man echt so schlecht. Gut. Getreide haben wir schon mal genug. Fürs Commercial Center. Tun wir hier noch ein paar rein. Safety first. Warte mal, was brauchen wir noch mal für... Ein Getreide so, ein Kürbis. Das haben wir ja alles an sich, ne? Bis halt auf die... Okay. Das sollte ja alles soweit wie passen. Ich muss mal gucken, dass ich mir vielleicht ein kleines Feld mit Jam mache. Das Feld bleibt auch klein. So, liebt mich. So. So, die Hühner sind schon mal fertig. Gucken wir mal, ich guck gleich auch mal bei Robin, wie viel denn so ein Stall nochmal kostet. Ich weiß es gerade nicht mehr, ich bin so vergesslich. Was weiß ich. Wir probieren einfach mal unser Glück. So. Ja, ich glaube, das lassen wir lieber erstmal noch. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal das Hardwood da unten farmen. An dieser einen Stelle, die ich sehr gut kenne. Wahrscheinlich weiß sowieso jeder Stardew Valley-Spieler, welche Stelle ich meine. Die ist ja nun wirklich nicht versteckt. Aber hier die Sachen, die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Waldrodung! So, wenn ich dann Heater habe, dann sollten die Tiere schon mal für den Winter geschützt sein. Das ist ja gerade das, worauf ich hier aus bin.
Das nervt echt, dass hier so viel Scheiße rumliegt. So, weg mit der Scheiße. Oder warte, ich guck vorher erst nochmal was nach. Eins will ich noch testen. Eins will ich gleich noch testen, bevor ich zum... Wir gehen erst dahin. Ich will was testen. Ob das geht. Wenn ja, wäre es geil. Wenn nein, soll es mir egal sein. Aber ich will das testen. Erstmal natürlich zu Emily. Dann sagen wir mal nett hallo. Hallöchen. Es regnet nie in der Calico-Wüste. Da lebt meine Freundin Sandy. Ich wünschte, ich könnte sie heute besuchen. Boah, wir haben es fast geschafft, ne? 10 Herzen hat sie schon fast. Wie ich das liebe, wenn es klappt. So. Gucken wir mal, ob das jetzt... Ich glaube, das ist aber kein normales Gewitter, oder? Das ist einfach nur ein Regenschauer. Ich glaube, da springen unsere Kondensatoren leider nicht an. Tja. Ich bin nicht bereit. Ja, ich glaube, das kann man erst nach einem Jahr kaufen oder so. Ich weiß es nicht, also, ja. Sei es drum, dann halt noch nicht. Ist mir auch egal. Hauptsache, wir sind dafür bereit. Und ich hätte wieder die Statue benutzen können. Wieso benutze ich die eigentlich nie? Ich vergesse es irgendwie immer. Ich bin so vergesslich. Gut, dann kaufen wir halt jetzt 2 Heater. Dann sind wir schon für den Winter gerüstet. Dann habe ich das schon mal aus dem Kopf. Oh. Mir fehlt natürlich jetzt nur noch ein Jam oder so. Natürlich ist sie nicht da. Och, come on. Mann. Die Frau ist überall, aber nirgendwo nicht da, wo sie sein soll. Naja. Wird schon werden, ne? Kaufen wir uns vielleicht... Nicht vielleicht, wir kaufen uns eine Jam-Pflanze und dann soll's... Mani hat heute Geburtstag. Wo ist die gute alte Dame? Eine Jam-Pflanze. Mani! Wo bist du, Mani? Liebe Mani. Hier ist sie nicht. Vielleicht ist sie ja bei Louis feiern. Aha. Nein, ist sie nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Oder vielleicht war sie ja doch in ihrem Haus, nur ich habe sie nicht gesehen, ich Blindfisch. Habe ich schon mit... Ja, habe ich schon. Mit der Calico-Wüste und hasse nicht gesehen. Da war ich so frei schon. Vielleicht war sie ja doch da oben. Mani. Es ist verschlossen. Wo ist denn deine Tante? Supposed to talk to strangers. Hey. Ich wohne doch mittlerweile hier schon eine ganze Weile. Fühle ich mich aber beleidigt. Wo ist die Frau? Gut, wir farmen uns erstmal das Hardwood hier zusammen. Und dann gucke ich mal, wo die Mani aushockt wieder. Das würde ich wirklich ganz gerne wissen. Ja, zu Robin komme ich jetzt um die Uhrzeit wahrscheinlich sowieso nicht mehr. Da bräuchte ich schon so eine Statue.